Mein Name ist Dr. Juliette Schmidt-Losberg. Ich bin seit 6 Jahren bei Gyn Health tätig und leite die Myom-Sprechstunde in unserer Gemeinschaftspraxis. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen über Myome, unsere Myom-Sprechstunde und ein ganz besonderes Behandlungsverfahren, was wir als einzigste Belegarztpraxis in der Schweiz anbieten können, nämlich die Radiofrequenzablation Sonata. Was sind Myome überhaupt? Myome sind die häufigsten hormonabhängigen Tumoren der Gebärmutter der Frau und rund 2/3 aller Frauen haben kurz vor der Menopause mindestens ein Myom in der Gebärmutter. Je nach Lage und Größe der Myome können die Myome unterschiedlichste Symptome verursachen. Wichtig ist zu wissen, dass eben 50% der Myome überhaupt keine Symptome verursachen und dementsprechend auch nicht behandelt werden müssen. Wenn Symptome vorhanden sind, dann sind meistens die Blutungsstörungen das große Problem, nämlich mit sehr, sehr starken Blutungen und auch Schmerzen während der Menstruation. Die Myome können aber auch ganz andere Symptome verursachen, wie zum Beispiel Schmerzen, Blasen, Darmfunktionsstörungen und auch unerfüllter Kinderwunsch, der die Lebensqualität der Patienten deutlich einschränken kann. Dann ist auch eine Therapie gerechtfertigt. Um behandeln zu können, stehen Ihnen ganz viele Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, von medikamentös zu operativ. Im Rahmen der Myom-Sprechstunde besprechen wir mit Ihnen individuell Ihren Fall und versuchen, einen Weg für Sie zu finden mit einer Therapieoption, die Ihnen hilft, wieder Ihre Lebensqualität zu erlangen. Ich möchte Ihnen gerne eine schöne Methode vorstellen, nämlich die Radiofrequenzablation, die in den letzten Jahren sich sehr, sehr gut entwickelt hat und wir haben bereits viele Patienten damit behandelt und erfreuen uns einer hohen Patientenzufriedenheit. Die Radiofrequenzablation wird in einer kurzen Narkose durchgeführt und ausschließlich von der Scheide aus operiert. Je nach Größe des Myoms, Lage und Anzahl der Myome dauert die Operation zwischen 30 und 60 Minuten. Es handelt sich dabei um ein schonendes, schmerzfreies Verfahren, bei der die Gebärmutterwand nicht verletzt wird. Wichtig ist auch zu wissen, dass es den Patientinnen nach der Behandlung sehr rasch wieder möglich ist, in ihr privates und auch berufliches Umfeld wieder einzusteigen. Die Sonata-Sonde, welche nur wenige Millimeter Durchmesser hat, wird über die Scheide in die Gebärmutter eingeführt. Mittels der in der Sonde integrierten Ultraschall wird das Myom dargestellt und kann unter Sicht mit Hitze über wenige Minuten behandelt werden. In der gleichen Behandlung können selbstverständlich mehrere Myome behandelt werden. Im Laufe der nächsten Wochen kommt es zu einer Schrumpfung des Myoms, was zu einer Linderung der Symptome führt. Erfahrungsgemäß haben sich bei ca. 90% der behandelten Patientinnen die Blutungen nach bereits 3 Monaten deutlich reduziert. Ich biete Ihnen dieses Verfahren als Belegärztin im Spital Oberengadin an. Das Spital Oberengadin hat 2017 als erste Klinik das Sonata-Verfahren in die Schweiz eingeführt und erfreut sich eines großen Erfahrungsschatzes. Während Ihres stationären Aufenthalts von 2 Tagen betreue ich Sie natürlich persönlich vor Ort. Kommt dieses Verfahren für Sie in Frage, hängt von der Größe und Lage Ihres Myoms ab und gerne berate ich Sie im Rahmen der Myom-Sprechstunde diesbezüglich. Vor kurzem haben wir auch ein Webinar zu dem Thema Myome gehalten, wo Sie sicher noch ein paar interessante Informationen zum Thema Myome bekommen können. Über diese QR-Codes hier kommen Sie direkt auf das Webinar-Video und auch zu dem Link zur Terminvereinbarung für die Myom-Sprechstunde. Ich freue mich, Sie im Rahmen unserer Sprechstunde in unserem Praxen Gyn Health begrüßen zu dürfen.